2014, hör mal zu, was hier passiert. Es kommt doch nur darauf an, wie man Urlaub definiert. Yo, Dan Rocksky, gib uns mal den Beat, es wird Zeit. Bin wieder hier für diesen kreativen Wahn. Homie-Camp 2014, hör mal zu, was hier passiert. Die ganze Bude vibriert, wir sind vom Boom-Web infiziert. Ganz egal, ob's auf dem Kiffen oder Session, verdammt. Wir sind Homes und haben daher mehr als Rap im Programm. Ich will unbedingt ins Summer-Camp, dann erreicht mich die Nachricht. Der Angang sei riesig, freie Plätze gäb's eigentlich gar nicht. In der Mail steht was von Nachfrage und Kapazitäten. Es sei nun möglich, an die besten Bewerbern Platz zu vergeben. Ich denk, was für eine Scheiße, wie jetzt Bewerbungsverfahren? Das hat doch ohne funktioniert in den vorherigen Jahren. Doch die Begründung lautet, Sessions sind jetzt zulassungsbeschränkt. Man hätte nur Chancen, wenn man sich mit Drumcomputern gut auskennt. Natürlich sei das nur ein Beispiel für eine Qualifikation. Doch die gelten für alle Bewerber und alle, die hier wohnen. Gleichermaßen der formelle Weg sei also unvermeidbar. Man bräuchte Dokumente, ich müsste Fristen wahren und so weiter. Weil's im Camp um Musik geht, seien zunächst Noten entscheidend, zu denen ich später animiert würde, Strophen zu schreiben. Hätte ich damit Schwierigkeiten oder davon kein Plan, wäre ich vollkommen chancenlos, sogar im Nachrückverfahren. Dass man sowas bei mir für möglich hält, das ist erstaunlich. Ich bin der beste Rapper ever, alles amtlich beglaubigt. Mit dem Anhang sei der Antrag als PDF-Datei und eine Zusatzinformation zum Bewerbungstext dabei. Ich lese ihn durch, greif zum Stift und ich schreibe wie ein Ochse. Bekomme die Antwort aus dem Camp schon innerhalb einer Woche. Darin steht Gratulation, ihre Bewerbung als Strophe wurde von uns akzeptiert aufgrund der Härtefallquote. Yo, ich komm mir langsam vor wie in einem Feldlazarett, weil ihr Klosterfrau mir essen Geist in Feldflaschen steckt. Alle machen auf gesund und trinken Selters statt Sekt, joggen morgens durch den Wald und gehen um 11 dann ins Bett. Hier wird sich nur bewegt, wenn der Teekessel pfeift oder wieder mal die Federung vom Lehnsessel greift. Du willst aufdrehen, die Jungs machen ein Schläfchen zur Zeit, also bitte Rücksicht nehmen, sonst gibt's mega den Streit. Falls du vorhast, Pillen zu nehmen und Näschen zu ziehen, wir haben einen Vorrat an Nasenspray und Penicillin. Ach, du bist Sportler? Wir haben hier sogar Whey-Protein. Ey, mach dich locker und komm in unser Federball-Team. Wie war das? Du bist hierher gekommen, weil du gern Lieder machst und suchst hier gerade fieberhaft den Deep Stuff mit Beat und Bass. Dann bist du richtig hier, denn selbst bei einem Kamillentee herrscht hier mehr Kreativität als im Labor von Dr. Dre. Morgens um 15.30 Uhr aus meinem Bett. Starte den Tag mit einer Tasse Tee und Treibhausgewächs. Hier werden Zeichen gesetzt, wer hier eigentlich flext. Ist völlig egal, solange sich der Tisch noch deckt. Es ist die Synergie, die bei uns Feuer erweckt. Wie abends das Lagerfeuer, bevor es nach Stunden erlöscht. Wie sich stetig ändert, Crew bekommt noch Senf dazu von einem, der noch Raps kickt, so wie Mönche Kung Fu. Doch das ist alles wieder ein anderer Schuh. Da will ich Zeit, Drop gehören die dazu, wie Platten zu Groove. Die Sonne scheint und MCs dichten die Zeit. Als wäre das dein Testament und wir am Ende der Zeit. Ich hänge mich rein, wie Flex in die Hängematte. Ob ihr diese Scheiße dick ist, mir eigentlich hatte. Denn er mir kickt Raps klar, manchmal auch abstrakte. Für manche ist das Dope Rap, für andere Gequatsche. Ich find die Session smooth wie meine Matratze. Komm zum Homie Camp und verteil dieser Masse. Hier macht zwar jeder mal seine eigene Sache, doch wird das Zeug am Ende kombiniert, entsteht ne Waffe. Ich bin die Ille Bazille, mir geht's wie immer sehr schlecht. Die Haare fallen mir aus in meinem Kopf, Hämmerten schlecht. Mein Rücken knackt, knackt bei jeder Bewegung. Mein Urin leuchtet nachts und stinkt nach fieser Verwesung. Mein ganzer Körper ist ein Wrack und schreit nach Wiederbelebung. Bitte helfen Sie mir, Doktor, was ist Ihre Empfehlung? Also, bei so schwerwiegenden Fällen würde ich dann doch schon zur Homie-Kur Pforte greifen. Am ersten Tag denke ich, wir beginnen gleich mit der Behandlung. Doch alle Homies seien zu mir. Erstmal ankommen. Nachts gibt's Trommelfellmassage nach Epiflexi-Art. Und ich frag mich, hat der Doktor wirklich recht gehabt? Doch dann beginnt die therapeutische Behandlung. Es startet der Prozess der Homie-Caption-Verwandlung. Der Tag-Nacht-Rhythmus wird drastisch verschoben. In Flüsterrunden diskutieren wir abstrakte Methoden. Die Selbstheilung wird durch kleine Battles angeregt. Weil Feuerzeug über Deutschland die Gelenke bewegt. Fleck und Lecker bringt den Kreislauf in Schwung. Und nach einer Woche Session bin ich schon beinahe gesund. Ey yo, schönen guten Tag, ich
könnte Urlaub gebrauchen. Und da ihre Prospekte für mein Bedürfnis nun mal nichts taugen, hoffe ich, sie haben Alternativen anzubieten, was ich mir vorstellen müsste für sie. Einfach zusammenzufassen sein, will sie nur bitten, keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen. Und sie vorwarnen, Pauschaltouristen-Klischees will ich nicht bedienen, will nur ein bisschen im Szenen und mit gleichgesinnten Mike zum Stinken bringen. Karaoke, eigentlich nicht mein Ding, weil ich mehr so auf frisches Rappel stehe und dann loops von der NPC und bin nicht mal auf Sendung, sehe ich den Tag nicht zu Ende gehen. In ihrem Reisebüro sind die Preise und so meistens zu hoch, plus ein bescheidenes Niveau. Ich will, dass wir sechs haben, man könnte empfehlen. Was mich sehr überraschte, er meinte, ich wäre seit meinem Urlaub schwer überlastet, würde keine Leistung mehr bringen und wirke unausgeglichen und hat mir dann die nächsten Sommer meinen Urlaub gestrichen. Sagte auch noch, diese Maßnahme sei sicher sehr selten, doch er müsse dies tun, denn ich sei nicht mehr derselbe, seit ich zurück bin. Beispiel, es wäre nicht so smart, wenn ich Kollegen nur nach Beats oder Feature-Parts frage, wenn ich bei Meetings mit dem Kopf nicht mehr aufblick, nur schreibe und wild gestikuliere, rücken die anderen zur Seite. Ich wäre langsam nicht mehr tragbar, denn selbst meine Berichte seien durchgängig gereiht und lesen sich wie Gedichte. Meine Kollegen hätten Angst, wenn ich auf der Toilette immer nur Zeilen wiederhole und voll Decken aufhänge. Ich hab das Ganze dann beendet, kurz und bündig gesagt, dass ich kündige, wenn ich nicht mehr ins Summercamp darf. Wenn das Team mit seinen Spielern mal aufs Land fährt, dann geht's ins Trainingscamp hier nach Lüchow-Dannenberg, wo man Alley-Oops und mega üble Dunks lernt. Jeder in der Mannschaft perfektioniert das Handwerk. Wir trainieren hier dieses Spiel mit dem Wort und mittlerweile steht ein dickes Team auf dem Court. Anstatt Pässe, Sätze, Beat und Akkord, jeder hängt sich rein offensiv unterm Korb. Und dank dem D läuft das Spiel heute super. Außerdem treffen unsere Three-Point-Shooter. Dreh dir lieber noch ein Rejoin, Bruder, denn du willst mit uns Jungs nicht B-Ball, Loser. Hey, nee, du fängst direkt zu flannen an, Contest. Keine Punkte holen bei unserem Slam-Dunk-Contest. Überleg dir gut, wie du im Wendland frontest, denn hier spielen die All-Stars der Wendland-Conference. Homie-Camp 2014, hör mal zu, was hier passiert. Es kommt doch nur darauf an, wie man Urlaub definiert. Ey, yo, Flexi, gib uns mal die Katze, es wird Zeit. Jeder hier fühlt diesen kreativen Vibe. Homie-Camp 2014, hör mal zu, was hier passiert. Die ganze Bude vibriert, wir sind vom Boom-Bap infiziert. Ganz egal, ob's auf dem Kiffen oder Session, verdammt. Wir sind Homes und haben daher mehr als Rap im Programm.